ich bin die Mirella vom Kanal Mir relativ egal und in meinem heutigen Video hier auf Parkstraße und Schlossallee geht es um uns Frauen. Alles hat ja so seine positiven und negativen Aspekte und genauso ist das Frausein auch nicht immer leicht, aber hat auch so seine Vorteile. Und darum geht's heute. Viel Spaß! Ja, ein großer negativer Leidenspunkt bei uns Frauen kehrt jeden Monat wieder zurück, an bestimmten Tagen im Monat. Da wäre ich doch dann auch mal lieber ein Mann. Ich meine, was unsere Hormone mit uns manchmal anrichten, das ist ja echt eine Frechheit, ne? Also ich werde ja immer total emotional. Oh nee, kein Babypanda? Wie kann man nur so süß sein? Schau dir das so mal an. Ein Panda ist gerutscht auf einer Rutsche für Kinder. Oder manche werden auch unausstehlich und zickig. Aber hey, wir dürfen das. Und das Positive an der ganzen Sache ist, ich versuche hier immer irgendwas Gutes dabei rauszufinden, dass man immer eine Ausrede hat. Oh, in einer halben Stunde könnte ich ja eigentlich ins Fitnessstudio gehen. Oh nee, ich habe ganz vergessen, dass ich halt Bauchschmerzen habe. Armes Bauchilein. Ich war ja auch schon wieder ewig nicht mehr im Fitnessstudio. Ich müsste echt dringend mal wieder gehen. Aber der Bauch, ich kann ja nächste Woche dann dafür gehen. Weil jetzt, ich muss einfach noch ein bisschen liegen bleiben. Na. Also, ich glaube, dass es bestimmt schon fast jedes Mädel vielleicht mal im Sportunterricht angewendet hat. Egal, ob es jetzt wirklich so war oder nicht. So, Frau Müller, ich hab so Bauchweh. Ich glaube, ich kann heute nicht mitmachen. Und da sagt natürlich kein Lehrer, das glaube ich dir nicht. Beweis. Jeden Morgen der Battle beim Aufstehen, sich aufzuraffen und zu sagen, hey, ich brauche 30 Minuten länger als mein Freund. Der kann jetzt noch schön weiterschlafen. Ich meine, ihr kennt es wahrscheinlich alle. Jeden Morgen bis auf die letzte Sekunde es hinausschieben, um sich dann noch schnell irgendwie zu schminken, die Haare zu machen, sich irgendwas anzuziehen in dem Kleiderschrank, wo man einfach nichts zu anziehen drin hat. Aber über diese ganze morgendliche Hektik und Problematik habe ich schon mal ein komplettes Video auf meinem Kanal gemacht, falls du es mal anschauen willst. Das ist, glaube ich, ganz witzig geworden. Ich gehe jetzt einfach mal von der Standardfrau aus. Also klar, dass das hier alles nur Klischees sind, auf die ich natürlich basiere, aber anders würde es natürlich nicht funktionieren, weil ich nicht für jede einzelne Frau sprechen kann. Ich spreche jetzt einfach mal für die Durchschnittsfrau. Das Positive aber an diesem ganzen Geschminke ist ja auch wiederum, dass wir einfach die Chance haben, überhaupt unser Gesicht zu verschönern und einfach so die positiven Dinge in unserem Gesicht hervorzuheben und die negativen vielleicht ein bisschen zu kaschieren. Und deswegen liebe ich es ja auch, mich zu schminken. Also manchmal macht es mehr Spaß und manchmal weniger. So ist es halt mit den meisten Dingen, die man im Alltag tut. Ich als typische Durchschnittsfrau kann einfach nicht fangen. Mittlerweile werde ich schon langsam besser, aber ich glaube, es gibt viele Mädels unter uns, die einfach nicht fangen können. Aber das Positive daran ist, wenn man dann doch mal fängt, dann ist man doch der King der Street. Ich höre mich an wie meine Oma. Dann ist man doch die coolste Sau der Klasse. Das hört sich an wie meine Mutter. Wenn man doch mal fängt, dann kann man die Leute damit auch wirklich beeindrucken. Eine weitere Sache, um die ich Männer eigentlich beneide, ist, dass sie ihre Handys einfach mal in die Hosentasche stecken können. Das ist bei uns überhaupt nicht so einfach. Manchmal existieren nicht mal Hosentaschen in unseren Jeans. Das sind einfach zugenäht. Wie bescheuert ist das denn? Und dann sind ja meistens die Jeans so eng oder die Taschen so klein. Diese riesen Smartphones, die passen ja nirgends mehr rein. Aber das Positive an der ganzen Sache ist, dass wir uns deswegen noch eine Ausrede geschaffen haben, um mehr Taschen zu kaufen. Und ich kann ja nicht immer die gleiche Tasche tragen. Ich brauche ja Auswahl. Und meine alte, die gefallen mir nicht mehr so und die ist irgendwie zu klein geworden. Und die andere ist zu groß, da finde ich dann die Sachen nicht. Und die ist so vom Material so unangenehm. Brauche ich noch eine neue. Als Frau ist es auch nicht immer einfach, das Richtige zu sagen. Es kommt natürlich immer darauf an, mit wem ihr gerade unterwegs seid. Aber gerade wenn man jetzt jemanden Neues kennenlernt und nur nicht so weiß,
wie man so miteinander kommunizieren kann, wie weit man gehen kann und so, ist es immer total kompliziert, sich zu überlegen, was kann ich jetzt sagen? Ihr kennt diese Gedanken bestimmt alle. Halt, stopp. Du willst doch jetzt nicht einfach drauf losreden. Du musst dir doch überlegen, was du sagst. Natürlich willst du nett rüberkommen, aber du darfst auch nicht auf zu süß machen, sonst denken die Leute, du bist naiv und halten dich für dumm. Was natürlich auch immer gut kommt, ist Humor. Also was Lustiges wäre natürlich auch cool. Aber mach dich bloß nicht zum Clown mit dem, was du sagst. Aber sag auch was Intelligentes. Na siehst du, jetzt weißt du, was du sagen musst. Wir Frauen haben es auch nicht leicht. Wir müssen ja immer im Gegenteil sprechen. Also das machen wir natürlich extra, um uns ein bisschen so mehr rätselhaft erscheinen zu lassen. Aber das ist immer total schwierig, natürlich sich zu überlegen, das Gegenteil von dem, was ich sagen will, und das dann zu sagen. Aber ich habe jetzt mal für euch Männer, falls auch welche zugucken, mal einen kleinen Übersetzer von 3 Sätzen gemacht, was wir Frauen sagen und was wir doch eigentlich damit meinen. Ich meine, das ist doch so klar, so schwer kann das doch nicht sein. Es ist nicht so wichtig. Natürlich ist mir das wichtig. Und ich möchte, dass du mich da jetzt auch unterstützt. Du, die Diskussion, die führt jetzt einfach zu nichts. Jetzt lassen wir es doch einfach. Ja, mir wäre es jetzt echt lieb, wenn wir die Diskussion beenden, weil ich glaube, ich bin im Unrecht und du hast recht. Auch wenn ich das niemals wirklich sagen könnte. Also das ist mir eigentlich völlig egal. Mach das, wie du denkst. Also das Beste für dich und für unsere Beziehung wäre, wenn du das jetzt genauso machst, wie ich das von dir verlange, ja? Weil sonst kommen wir hier nie auf einen grünen Nenner. Wir zwei. Und da sagt mal einer Frau und sein kompliziert. Und wie gesagt, das waren jetzt alles wirklich nur die Klischee-Frauen. Und natürlich dürft ihr das alles nicht so ernst nehmen. Also ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass ich mir da einen kleinen Spaß draus gemacht habe. Und dass wir Frauen ganz sicher nicht alle gleich gestrickt sind. Ich hoffe, du fandest das Video unterhaltsam. Bitte schreib mir doch mal in die Kommentare, was du denn am Frausein, falls du eine Frau bist, am besten findest und auch am nervigsten oder blödsten findest. Und jetzt findest du hier unter mir noch 2 weitere Videos, die du gerne anschauen kannst. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mal auf meinem Kanal mir relativ egal vorbeischaut. Ich wünsche euch alles Liebe und bis bald. Tschüssi!